Moin, heute geht es um die fünfte Dimension und wir wollen uns mal anschauen, was das für dich und dein Leben bedeutet. Ich werde dir einen Einblick geben, damit du das besser für dich einschätzen kannst. Wir wollen uns auch anschauen, was macht die fünfte Dimension so besonders? Und vor allen Dingen, bist du vielleicht schon in der fünften Dimension, beziehungsweise lebst du da vielleicht schon Teil von? Bist du da eigentlich ganz gut schon mitgegangen? Musst du vielleicht Angst haben? Oder ist das vielleicht zum Vorteil für dich? Ja, all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele. Soul Channel der neuen Zeit. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, die fünfte Dimension. Mega. Ich finde es so grandios, dass wir auf dieser Welt sind und diesen riesen Wandel miterleben können. Also wirklich diese Transformation in eine neue Zeit, in eine neue Zeit, wo alles anders ist. Und vielleicht sagst du jetzt, Annette, in der 3D-Welt finde ich mich schon nicht so zurecht. Wie soll das überhaupt funktionieren in der 5D? Ich sag dir, die 3D war anstrengend, die 5D ist viel cooler. Was bedeutet denn das? Wofür steht denn das überhaupt? Es steht für ein neues Bewusstsein, ein viel größeres Bewusstsein für Dinge, die man vielleicht nicht mit unseren Sinnen direkt wahrnehmen kann, sondern es geht um ein größeres Bewusstsein, um eine Wahrnehmung, die du zum Beispiel auch beim Manifestieren für dich nutzt. Es geht darum, wirklich in deine wahre Größe zu gehen und immer mehr auch im Einklang mit deiner Seele zu sein, also zu schauen, warum bin ich eigentlich hier und was bedeutet denn das, wirklich meinen Seelenplan zu leben, mit allem, was dazugehört, mit meinem Seelenpartner und auch mit meiner Seelenaufgabe. Also wir werden uns auf alle Fälle auch diese einzelnen Bereiche anschauen. In der fünften Dimension hat das Ego nichts mehr zu suchen. Also das Ego, wie wir es letztendlich kennengelernt haben oder wie wir es leben, sondern da geht es wirklich um Harmonie. Es geht um Zusammengehörigkeit, es geht um Wertschätzung, es geht um Liebe. Und das berührt mich so, so sehr, weil sofern du deine Seele auch mehr verstehst, also warum du hier bist, wirst du merken, dass das einen mega Zusammenhang auch ergibt mit der fünften Dimension, weil du bist ja nicht einfach so auf dieser Welt und nicht jetzt gerade zu dieser Zeit ist deine Seele inkarniert einfach aus Zufall, sondern das hat ja einen ganz bestimmten Grund. Und wenn ich mal so für mich so zurückschaue, und das kannst du bei dir auch mal machen, als ich Kind war, war es mega cool, weil das war für mich schon, ich habe das noch nie verstanden. Ich habe noch nie verstanden, warum man etwas so und so tun muss. Also das, was unsere Gesellschaft uns ja vorgelebt hat, wo sie uns so klein gehalten hat und wo wir irgendwie nie in unsere wahre Größe gehen sollten, sondern immer eher uns nicht so ernst nehmen und immer mehr auf die anderen hören, all diese ganzen Sachen. Und in der fünften Dimension fällt das völlig weg, weil wir einfach mehr in unserer Energie leben. Und in unserer Energie haben wir so lange noch gar nicht gelebt, weil wir sehr, viel, viel mehr auf den Verstand gehört haben. Der hat uns letztendlich sozusagen beraten, aber nicht unser Gefühl, unsere Seele und unsere Energie sozusagen. Und das ändert sich jetzt alles. Und ich habe da ja schon so oft drüber gesprochen in meinen Videos. Das heißt, ich habe dich ja schon letztendlich immer mal mitgenommen in die neue Zeit, weil das ist die fünfte Dimension. Und das Spannende daran ist, wenn man sich darauf einlässt, das heißt, sich auch öffnet, einfach auch sich neue Gedanken schenken. Ne? Erinnere dich auch ans letzte Video, welche Story erzählst du dir tagtäglich, weil damit veränderst du dein Leben, haben wir jetzt viel mehr Freiraum. Ne? Was ich auch immer schon gesagt habe, es wird uns jetzt eine Plattform geschaffen, wo wir wirklich jetzt in die Selbstverwirklichung gehen. Denn die fünfte Dimension ist auch ein Weg zu uns selbst, weil das Spannende ist, weil je mehr wir selbst sind, je mehr wir in unserer eigenen Mitte sind, desto harmonischer können wir mit unserem Umfeld umgehen. Weil du kennst das selbst. Geht es dir gut, bist du viel liebevoller mit deinem Umfeld. Geht es dir nicht gut, bist du eher darauf aus, oh, wer will mir was tun oder so. Du weißt, wenn jemand dann irgendwas Negatives zu dir sagt, fühlst du dich total angegriffen und es tut weh. Aber wenn du in deiner Größe bist, wenn du in deiner Mitte bist, wenn es dir gut geht und jemand sagt, du bist blöd oder so, dann wirst du sagen, ach, wie kann ich dir helfen? Weißt du, das tangiert dich gar nicht so. Und das ist das Schöne, weil wir jetzt jeder für sich immer mehr zu uns selbst finden können. Und je mehr du aus dir heraus lebst, je mehr du in deiner Kraft bist, je mehr du in deiner Energie bist, desto besser geht es dir und desto besser wirst du auch dein Umfeld wahrnehmen und vor allen Dingen auch darauf reagieren. Und vor allen Dingen wird sich dein Umfeld ja auch verändern, weil je besser es dir geht, das weißt du selbst, geht es dir gut, ziehst du ganz andere Dinge an, nämlich die positiven, geht es dir nicht gut, bist du im Mangel, ziehst du genau das an. Und das ist das Schöne in der fünften Dimension, wenn man sich darauf einlässt, dass man natürlich auch ganz anders schwingt. Es geht um eine ganz andere Frequenz, nämlich um
um deine Energie, die Energie deiner Seele. Und die schwingt hier oben, da wo die Liebe ist, da wo das ist, was wir uns letztendlich wünschen, da wo auch unsere Wünsche sind. Das heißt, wir öffnen sozusagen das Tor in das Paradies, in dem wir letztendlich leben wollen. Das heißt auch, wir sind jetzt noch viel mehr in der Lage, wirklich unser schönstes Leben zu leben, unser absolutes Traumleben, wenn wir uns bereit erklären, unseren Seelenplan zu leben. Das heißt also auch dadurch, dass jeder jetzt auch so ein bisschen die Sehnsucht danach hat, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Es wird immer noch die Leute geben, die sich dagegen wehren und sagen, ach, was ist das denn für eine Spinnerei? Mich hat neulich auch jemand gefragt und meinte, sag mal, Annette, gehen denn da jetzt alle mit in die fünfte Dimension? Weil ich meine, die Masse wird sich vielleicht weigern oder will nicht mitgehen. Was passiert denn dann überhaupt mit dem? Und das ist mega spannend, weil es wird immer natürlich welche geben, wenn etwas Neues passiert, die offener dafür sind. Oder eben, wenn deine Seele auch hier ist, um genau hier eben auch so eine Soul-Leaderin zu sein, die eben hier bewegt, die diese fünfte Dimension mitgestaltet, die da wirklich auch eine Vorreiterin ist, die deswegen auch hier ist, genauso wie meine Seele. Es ist wirklich, meine Seele ist eine Seele für die neue Zeit oder in der neuen Zeit, für die fünfte Dimension, um da wirklich mitzuwirken. Und wenn das auch deine Seele ist, hast du hier natürlich eine richtig, richtig coole Seelenaufgabe, ne? Mit der du wirklich ganz, ganz viel bewegen kannst, mit der du ganz viel mitgestalten kannst. Und das Spannende ist, dass halt, wie gesagt, es wird Vorreiter geben, es wird Leute geben, die natürlich immer schon mal offener dafür sind, weil du dich vielleicht zum Beispiel damit auseinandergesetzt hast, schon länger an dir arbeitest, um wirklich immer mehr auch du selbst sein zu können. Und es gibt eben Menschen, die immer noch an dem Alten festhalten. Und für die wird es schwerer werden, weil die Erde einfach höher schwingt. Das heißt, wir werden sowieso generell in einer anderen Frequenz schwingen. Und wenn die Menschen nicht mitschwingen wollen, einige davon, dann wird es so sein, dass es für die recht schwer wird, weil natürlich sie müssen dann gegen diese Energie ankämpfen. Das heißt aber nicht, dass die jetzt alle verloren gehen oder so. Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, wirklich auch ein Vorbild zu sein. Und wenn du zum Beispiel für dich entscheidest, ich gehe freiwillig mit, weil es einfach cool ist, diese fünfte Dimension auch willkommen zu heißen und einfach auch diese Freiheit dort leben zu können, einfach ich zu sein, wirst du ein Vorbild für viele andere sein, die sich vielleicht noch nicht trauen und die dann sagen, Mensch, wenn die das schafft, dann kann ich das ja auch machen. Und die dich vielleicht um Rat fragen, wie hast du das gemacht oder was kann ich zum Beispiel machen, um dass es mir auch so gut geht, weil das wird ein Zeichen sein, dass es dir immer besser geht. Weil das Schöne ist ja, sofern wir uns aufmachen und uns von diesen alten Limitierungen befreien, weil das ist eben auch angesagt oder beziehungsweise auch ganz, ganz wichtig in der fünften Dimension, dass wir uns wirklich von diesen Limitierungen aus der alten Zeit befreien. Die waren wichtig, weißt du, habe ich auch mal wieder drüber gesprochen, die waren wichtig für deinen Seelenplan. All das, was du erlebt hast, egal ob es schmerzhaft war, ob es negativ, positiv war, was auch immer, es ist alles wichtig für deinen Seelenplan, es ist alles wichtig für dein Potenzial. Es hat alles mit deinem Leben zu tun, weil oftmals musst du wirklich Dinge auch erst erleben, um sie dann lehren zu können oder um zu wissen, wofür du dich einsetzt. Und das war alles wichtig eben, was du auch in deiner Kindheit erlebt hast. Aber dann irgendwann hast du es gelernt, wenn du es für dich angenommen hast und verstanden hast. Und dann kannst du es auch loslassen. Und das ist das Spannende, was ich ja auch immer in der Selbstermächtigungssession mit meinen Girls mache, dass wir da wirklich loslassen, sagen, warum war das eigentlich so, um das besser zu verstehen. Um das wirklich auch zu transformieren, dass du wirklich in deine neue ID gehst, in deine Wahrhaftigkeit, weil das brauchen wir jetzt in der fünften Dimension. Das heißt, also aufräumen, du wirst also ganz viel, es wird, glaube ich, auch immer mehr sein, dass du halt auch, sage ich mal, Energiehygiene, möchte ich das jetzt mal nennen, betreibst. Das heißt, dass du immer darauf achtest, dass deine Energie auch rein ist, dass sie nicht so voll von negativen Dingen ist, dass du sie auch gar nicht mehr reinlässt. Und das kannst du natürlich auch immer sehr gut tun, indem du zum Beispiel Meditation machst, indem du wirklich ganz bewusst auch mal schaust, was denke ich denn eigentlich? Und wenn du das nicht mehr denken möchtest, wenn dir das nicht gut tust, veränderst, habe ich oft drüber gesprochen. Oder eben, wie gesagt, auch im letzten Video, wo es darum geht, welche Story erzählst du dir eigentlich jeden Tag? Erzählst du dir jeden Tag, dass du nicht gut genug bist und diese ganzen Sachen, was sehr, sehr, sehr viele machen. Also da ist gar nichts Schlimmes dran, aber du kannst es ändern, weil du dir ein neues Bewusstsein schenkst. Das heißt, dieses neue Bewusstsein, dieses Tor, was sich da geöffnet hat, da ist es eben auch so, habe ich ja neulich auch schon drüber gesprochen, dass du einfach, dass die Worte sind auch wichtig, das ist ganz klar, aber dass es mehr um die Energie geht. Das heißt, du wirst viel sensibler dafür, was die einzelnen Energien angeht. Das heißt also, wenn du mit jemandem zusammen bist oder auf jemanden triffst und du merkst,
das harmoniert irgendwie nicht. Da passen die Worte gar nicht zusammen von dieser Energie, die da ausgestrahlt wird. Auch ganz, ganz wichtig im Seelenpartner-Dualseelenprozess. Ne? Also der kann dir sonst was erzählen, wenn du merkst, nee, das stimmt nicht von der Energie, was er mir erzählt. Und da wirst du sensibler, da werden wir feinfühliger für werden, was das angeht. Auch mit welchen Menschen wir zusammen sein wollen, genauso beruflich. Beruflich wird sich auch viel verändern, gerade wenn du deine Seelenaufgabe lebst. Was meinst du, was dann passiert? Da tust du das, was du liebst, und du tust so viel Gutes damit und du wirst so viel verändern und transformieren. Du wirst so einen Mehrwert eben auch geben können und deine Kunden oder wer auch immer da für dich zuständig ist, deine Seele hat deine ganzen Kunden ja schon ausgesucht, die sind ja auch schon alle da, die warten ja nur darauf, dass du jetzt endlich erscheinst, dass du ihnen sozusagen helfen kannst mit dem, was deine Gabe ist, warum du hier bist. Und das Spannende ist, dass sich dadurch natürlich auch dein Business komplett verändert, weil da geht es nicht darum, irgendjemand irgendwas zu verkaufen, sondern da geht es wirklich darum, etwas zu bewirken, etwas zu helfen mit dem, warum du hier bist, wirklich damit was zu bewegen. Das heißt, also auch beruflich im Business wird sich so viel verändern, da geht es auch um Harmonie. Da geht es nicht mehr darum, ich möchte mit jemandem zusammen sein oder zusammenarbeiten, der mich ablehnt. Nee, warum? Weil ich, wenn dich jemand nicht schätzt, was willst du mit dem noch Zeit verbringen? Das bringt überhaupt nichts. Also, und das ist das Spannende, das wird sich jetzt auch sortieren. Es ist wirklich eine ganz neue Ordnung, die jetzt geschaffen wird. Und darum ist natürlich auch so viel Chaos da, weil du weißt, man muss erstmal das Chaos da sein, um sich neu zu ordnen. Und auch überhaupt in diesem ganzen Chaos sich zurechtzufinden und gut in deiner Mitte zu sein, bedeutet auch, dass du immer mehr bei dir bist, dass du immer mehr lernst, mit deiner Seele zusammen zu sein. Das kann ich dir wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. Ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe da auch ein bisschen für gebraucht. Aber das Spannende ist, wenn du dich von deiner Seele führen lässt, bist du nicht mehr allein. Und es geht viel leichter alles. Du hast auch viel mehr Freude daran. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Herausforderung mehr hast, weil die brauchst du ja, um zu wachsen und zu reifen. Aber auch da dieses Bewusstsein zu haben und zu sagen, hey, das ist ja gar nicht gegen mich, ne? Habe ich ja neulich auch ein Video drüber gemacht, sondern das ist ja für mich. So wirst du auch schon ganz anders damit umgehen, weil du neues Bewusstsein hast. Und bei mir ist es so, wenn eine Herausforderung kommt, sage ich, ach, ist ja interessant, was soll ich denn diesmal lernen? Weißt du, es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, irgendwie schrecklich und das ist jetzt gegen mich, sondern dass ich sage, okay, auch das ist wie gesagt, muss jetzt nicht sein, dass es immer total leicht ist, wo du da durchgehst. Aber wenn du durch etwas gehst, heißt es ja, dass du zu etwas hingehst. Das ist ja das, wozu Herausforderungen da sind. Hättest du nie Challenges gehabt, nie Herausforderungen, dann wärst du da geblieben, wo du damals als Kind noch warst. Dann wärst du ja nie weitergekommen und wärst nicht zu dieser wundervollen Person, zu dieser wundervollen Frau oder Mann eben, wie auch immer, zu der Person oder Version von dir, zu der du jetzt geworden bist. Aber da gibt es noch eine Steigerung. Da gibt es noch wirklich eine Steigerung von deiner Version, die du noch gar nicht erlebt hast. Du hast wirklich nur ein paar Prozent von dem erlebt. Und je mehr du dich dafür öffnest und je mehr du wirklich dazu bereit bist, eben auch dein Herz zu öffnen, zu sagen, ich höre auch mehr auf mein Herz. Ich höre nicht so viel, was die anderen sagen. Oder ich vergleiche mich auch nicht mehr mit den anderen. Weil es geht auch nicht mehr darum, dich zu vergleichen. Es geht darum, dass du deine Einzigartigkeit lebst. Das ist auch ganz wichtig in der fünften Dimension. Das heißt auch, dass du, wie gesagt, auch bei diesen Herausforderungen einfach positiv rangehst und du wirst merken, es wird ganz anders verlaufen, weil du dadurch nicht zum Opfer wirst, sondern zum Schöpfer. Weil du merkst, okay, ich darf was lernen, was soll ich tun? Und ich weiß, wir lieben die Geschenke, die schöner verpackt sind, ne? Das sind nämlich diese Herausforderungen, diese Chancen, ne? Eine Challenge oder auch ein Change ist ja auch eine Chance. Wir lieben lieber natürlich die schönen Verpackten. Jetzt kommt aber ein etwas hässliches verpacktes Geschenk daher und dann wollen wir das nicht. Aber das sind meistens die größten Geschenke, kennst du doch auch, oder? Wo du erst sagst, oh Gott, warum muss ich das jetzt erleben? Und das ist so fürchterlich. Und dann am Ende sagst du, wow, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk für mein Leben. Was habe ich da für ein Change gemacht? Was hat sich dadurch geändert für mich? Das ist mega cool, oder? Das heißt also, die fünfte Dimension, finde ich, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und diese Wertschätzung liebe ich und diese Liebe, also wenn du Lust hast, schenk mir gerne ein Like, ich freue mich immer mega drüber. Oder auch ein High Five in den Kommentaren von mir, bekommst du auf alle Fälle eins als Wertschätzung, dass du da bist, dass du meine Videos schaust, dass du mich begleitest. Und wie gesagt, wir werden noch weiter diesen Weg gehen in der fünften Dimension, wenn du Lust hast und du weißt, du kriegst bei mir immer pragmatische Tipps, so dass du es für dich auch wunderbar umsetzen kannst. Egal ob im Business, in der Liebe oder überhaupt im Leben. Und ich finde es so wunderschön, dass wir gemeinsam auf dieser Welt sind und diese
wirklich mega transformierende Zeit erleben dürfen. Und für mich geht wirklich so ein Herz auf, so ein Tor auf, dass ich jetzt sage, endlich kann ich das leben. Ne? Was ich, wie gesagt, von kleiner Mann immer dachte, ich verstehe gar nicht, wovon die immer sprechen, man darf das nicht. Ne? Ist ja kein Wunder, wenn meine Seele schon so gekommen ist, habe ich natürlich ein ganz anderes Bewusstsein gehabt. Und das darf ich jetzt endlich ausleben. Und das ist so, so wunderschön und das berührt mich so sehr. Und auch, wenn du dir anschaust, was auch in der Seelenpartnerschaft passiert, überhaupt in einer Partnerschaft, als Beziehung, kannst du vergessen mit diesen Ziehen und Zerren und der andere, sondern es geht wirklich darum, auf Augenhöhe Partnerschaft zu leben. Das heißt aber auch wahre Liebe zu leben und nicht sich abhängig zu machen, sondern unabhängig zu sein und freiwillig zu leben. Und das ist ein mega Unterschied und das wirst du selbst wissen. Und vor allen Dingen, wenn du deinen Seelenpartner schon kennengelernt hast oder ihr vielleicht euch auch im Seelenpartner-Dualseelenprozess befindet, weißt du ganz genau, was das bedeutet. Das ist etwas ganz anderes, deinen Seelenpartner zu begegnen und diese Liebe zu leben. Vielleicht seid ihr noch nicht zusammen, seid in diesem Prozess, aber der ist wichtig, um euch vorzubereiten. Und das ist ganz, ganz viel, dass wir uns ganz viel vorbereiten dürfen, um eben diese wahre Liebe zu leben, wahrhaftig zu sein, endlich wir selbst zu sein. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil sie uns das natürlich immer ausgeredet haben. Wir sollten natürlich immer irgendjemand sein. Guck mal, der ist besser oder die oder das, was wir letztendlich auch übernommen haben. Und das ist das Schöne, dass wir das jetzt ändern können. Und zwar auf allen Bereichen. Ist das cool? In diesem Sinne würde ich mal sagen, alles, alles Liebe. Ein High Five auf die fünfte Dimension. Yay, sie ist da. Ich freue mich mega drauf. Und wie gesagt, den Weg weiter mit dir zu gehen. Wie schön, dass du da bist. Und love and smile, so oft du nur kannst. Ciao for now. Deine Annette und Easy. Liebe deine Einzigartigkeit. Denn du bist ein Geschenk. Und das wirst du jetzt immer mehr erleben. Tschüss.